Nein, das ist kein Thermomix, das ist der Silvercrest Monsieur Cuisine Connect. Lidl hat den Küchenhelfer erneut aufgewertet und wir zeigen euch, was das Update drauf hat. Die größte Neuerung springt sofort ins Auge, das 6,8 Zoll große Touch-Display. Dahinter verbirgt sich ein modifiziertes Android-Betriebssystem mit Schritt-für-Schritt-Kochfunktion. Silvercrest stellt aktuell 159 Rezepte bereit. Wer mehr möchte, kann sich einen Account erstellen und über WLAN Updates einfahren. Ebenfalls neu und cool, die Waage ist endlich integriert. Bei der letzten Version war sie noch etwas unbeholfen am Gehäuse angebracht. Jetzt misst der Monsieur, sobald man Zutaten in den 3 Liter großen Behälter gibt. Alle altbekannten Funktionen, darunter das automatische Anbraten und der Linkslauf, sind weiterhin an Bord. Rezepte werden, wie bei der Konkurrenz Thermomix, Schritt für Schritt gekocht. Ihr könnt euch außerdem das ganze Rezept, die Zutatenliste und den Nährstoffgehalt anschauen. Dabei habt ihr die volle Freiheit und könnt Geschwindigkeit, Zeit und Temperatur selbst anpassen. Um zu zeigen, wie das Gerät funktioniert, werden wir heute Guacamole machen. Die kann man sich zwar auch fertig kaufen, aber dann ist da irgendwie so 80% Sahne und Zucker drin und das ist... Also machen wir das heute mal selbst. Okay, dann schieben wir das hier mal zur Seite und fangen an mit dem ersten Schritt. Tomaten halbieren, entkernen, das machen wir nicht. So. Ach, der Terra. Das war noch nicht genug. Nun gut, okay, das haben wir gemacht. Und jetzt hat er schon die Einstellung übernommen. Das bedeutet einfach jetzt den hier drauf. Go. Die Tomatenmasse in eine Schüssel umfüllen. Das machen wir doch gleich mal. Der Deckel ist inzwischen wesentlich leichtgängiger. Beim alten war das sehr schwierig. Und hier haben wir die Tomatenmasse. Den Spatel umfüllen. Und im Gegensatz zum alten Monsieur Cuisine sagt das Kochbuch auch nicht die ganze Zeit, dass man den Behälter wieder sauber machen muss. Fertig. Nächster Schritt. Eine kleine Zwiebel schälen, halbieren und in den Mixbehälter geben. Fachmann bei der Arbeit. So. Mhm. 55 Gramm, fast perfekt. Alles klar. Will noch irgendwas? Knoblauchzehe. Der Knoblauch wird einfach rausgebrochen. Das ist nämlich eine Küchenmaschine für Faule. Für Leute, die schon irgendwie kochen möchten, aber nicht so sehr, dass sie bei jeder Zutat das absolute Feingefühl dafür aufgeben wollen. So, wir halten jetzt die Turbo-Taste 7 Sekunden lang gedrückt. Mit dem Spatel nach unten schieben, das kriege ich gerade noch so hin. Das ist dann doch eher ein bisschen hochgeflogen. Auf jeden Fall ist es gerade noch sehr grob, weil durch die Turbo-Taste alles nach oben geschossen ist. Das Fruchtfleisch von 2 Avocados kommt dazu. 2 Avocados. Gramm, 65 Gramm, rein damit. Wir haben jetzt nur 130 Gramm Masse, dann wird das halt ein bisschen weniger Guacamole, aber das geht schon. Limettensaft, man könnte auch einfach eine Limette nehmen. Wir nehmen jetzt einfach ein wenig fertigen Saft, rein damit. So, Salz und Pfeffer kommen noch dazu, passt, bisschen viel, das ist gut. Und ein wenig Chili-Paste. Das ist der Pfeffer. So, Chili-Paste. Die Masse mit dem Spatel nach unten schieben. Es wird dann eine etwas fruchtigere Masse. Die Tomatenmasse dazugeben. Und alles wieder durchmischen. Los geht's. Die Guacamole in eine Schüssel umfüllen und nochmal etwas verfeinern, falls notwendig, aber ich habe perfekt gewürzt und servieren. So. Es wird jetzt ein bisschen chilliger schmecken, weil noch Chili-Paste am Löffel ist, aber... Und was fehlt? Die Nachos! Ich muss sagen, sie ist ein bisschen grob geworden. Teilweise sind die Tomaten noch sehr stückig.
Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass man das Rezept selbst noch ein bisschen verfeinern kann und eventuell nochmal nach unten schiebt, also die Tomaten nochmal nach unten schiebt und einfach nochmal durchhäckselt. Die Rezepte, die da eingespeichert sind, das sind Richtlinien. Und je nach eigenen Ansprüchen muss man sie halt ein wenig für den eigenen Geschmack abwandeln. Der Silvercrest Monsieur Cuisine Connect zieht von den Features quasi mit dem Thermomix gleich und kostet dabei mit 300 Euro nur ein Viertel. Es ist damit aktuell die beste Küchenmaschine, die ihr zum vernünftigen Preis kaufen könnt.